Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, Mitstreiter und vor allen Dingen Mitglieder der Atlas-Initiative. Wir melden uns heute zurück mit einem Video. Wir haben es Impfdesaster genannt. Es soll geklickt werden, das ist wichtig. Und natürlich ist es auch so, dass das, was wir aktuell beobachten, doch als Desaster wahrgenommen wird. Wir wollen aber auch Bezug nehmen auf das Video vom 1.1. Da haben wir uns bereits über die Impfthematik unterhalten. Und da möchte ich vielleicht nochmal zum Besten geben, dass es für mich sehr, sehr wichtig ist, dass jeder das für sich selber entscheiden kann. Wir wissen, die Menschen, die sterben, sind im Bereich etwas über 80. Ich bin da, liege da deutlich darunter. Das heißt, ich könnte mir das dann überlegen, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Und die Entscheidung würde ich gerne auch selber treffen wollen. Das heißt, ich bin strikt gegen eine implizite, aber auch gegen eine explizite Impfpflicht. Und vor allen Dingen, wenn ich diese Meinung habe, dann möchte ich natürlich auch nicht in irgendeine Ecke gestellt werden, sondern möchte auch die Freiheit haben, mich da so äußern zu dürfen. Das nun mal ergänzend zu dem Video, was wir schon gedreht haben. Herzlich willkommen an unseren Vorstand, Professor Dr. Salger. Herzlich willkommen nach Frankfurt. Hallo. Hallo Benni, schön, dich zu sehen und zu hören. Grüße. So, heute sprechen wir in dem Zusammenhang über den Vertrag, der geschlossen wurde, und über die gesamte Diskussion. Und da würde uns natürlich interessieren, wie da deine Meinung ist. Wie beobachtest du, wie nimmst du diese Situation wahr und wie ist es auch rechtlich zu sehen? Also irgendwo wird es ja doch als Desaster wahrgenommen, aber ist es tatsächlich ein selbiges oder was wird da für ein Bild gezeichnet? Naja, das Wort Desaster, großes Unglück, ist natürlich sehr schillernd und ich rede eigentlich nicht so gerne in solchen Begriffen. Wenn wir aber schon den Begriff Desaster verwenden, dann müssen wir wohl sagen, das ist es ja vielleicht in vielerlei Hinsicht. Zum einen die Frage, soll man sich impfen, soll man sich nicht impfen, darf man zum Impfen zwingen? Wir haben das in der Vergangenheit gehabt. Ich glaube, vor über 200 Jahren, Anfang des 19. Jahrhunderts, hat Bayern zum ersten Mal eine Impfpflicht eingeführt und das hat sich dann auch ein bisschen weiter verbreitet. Wir hatten eine Impfpflicht gegen Pocken und wir haben immer noch eine Impfpflicht gegen Masern. Also wenn man seine Kinder in einen Kindergarten oder in die Schule bringen will, dann müssen die gegen Masern geimpft sind oder nachweisen, dass sie die Masern schon hatten und immun sind. Das sind aber alles Impfstoffe, die reguläre Zulassungsverfahren durchlaufen haben, welche, wie wir wissen, gut und gerne 5 bis 10 Jahre dauern können, die langjährig erprobt sind und bei denen die ganz, ganz verschwindend geringe Rate von Impfschäden bekannt sind und meines Erachtens zutreffend in der Abwägung von Nutzen und Schaden dann doch akzeptiert werden und werden müssen. Allerdings haftet die Bundesrepublik Deutschland dann dafür, wenn Schädigungen beim Einzelnen entstehen, der sich gewissermaßen für das Gesamtwohl opfert. Mit den neuen Impfstoffen, gegen die ja erst seit etwa einem Jahr in Deutschland grassierende sogenannte Corona-Epidemie, verhält es sich ganz anders. Nach allem, was ich höre, sind auf dieser neuen Technologie basierende Impfstoffe bisher noch nicht zugelassen worden und schon gar nicht in den normalen Phasen, sondern immer an der letzten Phase gescheitert der langfristigen Betrachtung. Deswegen hat man diese letzte Phase einfach abgeschafft und gesagt, so, jetzt wird eine kurzfristige Zulassung erlaubt. Und wenn ich bin kein Naturwissenschaftler, das richtig verstehe, ist es so, dass diese Impfstoffe hochwirksam sind. Man spricht ja von Wirksamkeitsgraden von über 95%. Aber womöglich in dieser enormen Wirksamkeit auch Gefahren liegen, die zu einer Überstimulation des Immunsystems führen können und dann bei Menschen, so wie bereits in der Vergangenheit bei Tieren, erhebliche Schädigungen bis zum Tod herbeiführen können. In einer solchen Situation kann meines Erachtens eine Impfverpflichtung durch den Staat unmittelbar, also aufgrund Gesetzes oder durchgesetzt, nicht verfassungsgemäß sein. Dann wird auch diskutiert, dass ja auch etwa Private die Zurverfügungstellung von Leistungen
zum Beispiel Reiseleistungen, Hotelunterbringungsleistungen, Gastronomieleistungen und so weiter, aber auch zum Beispiel den Zugang zu Lehrveranstaltungen oder Ähnlichem, davon abhängig machen können, dass man nachweist, geimpft zu sein oder wenigstens nachweist, nicht mehr infektiös zu sein. Das müsste man dann auch meines Erachtens durch Tests machen können. Wir wissen von Antigentests, wohl auch bei den PCR-Tests, dass diese doch mit einem enormen Zuverlässigkeitsgrad nachweisen können, ob jemand infektiös ist oder nicht. Auch eine solche indirekte Impfpflicht ist deshalb zumindest sehr kritisch zu beachten. Und jedenfalls bei Privaten, die über eine besondere Marktmacht verfügen, Marktbeherrschend sind, dürfte das nicht zulässig sein, sodass im Ergebnis etwa der Zutritt zu Beförderungsmitteln, S-Bahn, Straßenbahn, Omnibus, unabhängig davon, ob der Betreiber eine öffentlich-rechtliche Institution ist, etwa eine Kommune, eine Anstalt oder ein privater Beauftragter, keinen Unterschied machen kann. Das ist meine grundsätzliche Einstellung. Zweitens, was nun die Vertragssituation angeht. Ich habe versucht, mir den sogenannten AstraZeneca-Vertrag aus dem Internet herunterzuladen. Das ist mir auch gelungen. Es gibt eine PDF-Datei. Da fällt auf, dem geübten Vertragsrechtler fällt das sofort auf, dass die Seite 11, in der etwas unter Ziffer 5 über Manufacturing and Supply steht, sich im Schriftbild abhebt und womöglich nachträglich eingefügt und ergänzt worden ist und inwieweit da Veränderungen, ich will das Wort Manipulation jetzt erstmal nicht benutzen, vorgenommen wurden, entzieht sich meiner Kenntnis. Im Internet habe ich Ausschnitte aus Verträgen gesehen, die angeblich aus dem AstraZeneca-Vertrag stammen sollen, in denen von Competing Agreements die Rede ist, aber auch mit Datumsangabe von mehreren Monate vor diesem Europäische Kommission und AstraZeneca beschlossenen Vertrag abgeschlossen worden sind. Dazu vielleicht mal Folgendes für die Nichtjuristen, das kann man ja, wenn man das nicht studiert hat und praktiziert, auch nicht wissen. Das gesamte Vertragsrecht im Grunde auf der ganzen Welt und sicherlich bei uns in Europa, und zwar sowohl in den kontinentaleuropäischen Rechtssystemen als auch in England und Irland, dem sogenannten Common Law, wird durchzogen von zwei grundlegenden Prinzipien. Das erste Prinzip lautet Pacta sunt servanda, Verträge sind einzuhalten. Das zweite Prinzip heißt aber, nennt sich die Clausula rebus sixtantibus, was sich am besten übersetzen lässt, wenn die Umstände sich ändern, dann muss sich auch der Vertragsinhalt ändern. Und das ist vielleicht hier ganz interessant, konkret anzuwenden. Wir wissen, dass AstraZeneca angekündigt hat, nicht oder jedenfalls nicht in vollem Umfange den erbetenen Lieferungen nachkommen zu können. Also nicht all das oder jedenfalls auch nicht in der erhofften Zeit an Mitgliedstaaten der Europäischen Union liefern zu können, was man sich zunächst vorgestellt hat. Da scheint es, aus den geschwärzten Passagen lässt sich das für mich nicht entnehmen. Ich konnte das auch nicht aufschlüsseln und dennoch lesen. Eine, sagen wir, etwas vage Zeitbestimmung zu ergeben. Der Vertrag unterscheidet zunächst mal von sogenannten Initial oder Initial Europe Doses, dann den sogenannten Optional Doses und den Additional Doses. Also, es gibt die offensichtlich fest vereinbarten Dosen in vermutlich dreistellige Millionenhöhe. Dann gibt es aber noch eine Option für weitere Dosen, Optional Doses. Und schließlich soll es auch noch die Möglichkeit geben, weitere Dosen zu liefern. Ich gehe davon aus, dass sich das in dem Verhältnis zueinander verhält, dass die ersten festbestellt sind, die zweiten bestellt werden können und die dritten zwar nicht bestellt sind und auch nicht fest sozusagen gezogen werden können, aber man sich bemühen wird, bei weiteren Bestellungen auch diese Mengen liefern zu können. Für die Frage, ob der Hersteller
der etwas verkauft hat, von seiner Lieferverpflichtung frei wird, ganz oder teilweise, oder auch nur von den Zeitbestimmungen, also später liefern kann, ist ganz entscheidend, worauf der Grund beruht, weshalb er nicht liefern kann. Zum einen die berühmte höhere Gewalt, von der man hier wahrscheinlich kaum sprechen kann. Zum anderen Betriebsstörungen, etwa fehlende Zulieferungen. Und schließlich vielleicht unvorhergesehene Ereignisse bei der Einrichtung von Produktionsanlagen, wenn man neue Produktionsweisen hat, zum ersten Mal Anlagen einrichtet, die dann laufen lässt und so weiter, kommt es immer zu nicht oder nicht vollkommen vorhersehbaren Verzögerungen. Das ist jedenfalls meine Erfahrung als Rechtsanwalt seit fast 40 Jahren. Nun ist allerdings, wenn eine solche höhere Gewalt vorliegt oder auch nicht, und unabhängig davon, ob ein solches Ereignis vorhergesehen wurde und im Vertrag vielleicht sogar ausdrücklich behandelt wurde, ist ja so, dass man einem nackten Mann nicht in die Tasche greifen kann, wie wir sagen. Oder wie man früher sagte, wo nichts ist, da hat auch der Kaiser sein Recht verloren. Das heißt, ich kann es ja nicht herzaubern. Also wenn nur eine bestimmte Menge produziert worden ist, wessen Schuld auch immer das sein muss, Schuld ist vielleicht sogar das falsche Wort, wer immer das zu vertreten hat, allenfalls resultiert daraus eine Haftung auf Schadensersatz, also auf Geldzahlung. Das gilt insbesondere nach englischem Recht. Der Vertrag, der mir vorliegt, unterliegt nun allerdings nicht englischem Recht, sondern dem Recht von Belgien, damit eines Mitgliedstaates oder Signarstaates des sogenannten international einheitlichen Kaufrechts, UN-Kaufrecht, Wiener Kaufrechtskonvention, die in ihrem Artikel 79 in sehr eleganter Weise dem amerikanischen Muster Uniform Commercial Code zum großen Teil folgend eine Befreiungsklausel vorsieht, also Befreiung von der Schadensersatzpflicht in solchen Fällen, in denen die Lieferung nicht oder verspätet erfolgt aufgrund von Umständen, die bei Vertragsschluss nicht vorhersehbar waren und die auch nicht überwunden werden können. Ob das der Fall ist, weiß ich nicht. Das könnte aber sein. Jetzt haben wir natürlich auch die Situation, dass wir den Vergleich haben zu den zu UK, und da wurde fleißig getwittert auch, dass der Herr Spahn keine Fehler eingeräumt hat und alles von sich gewiesen hat. Da hat auch nicht irgendjemand getwittert, sondern mit Dr. Daniel Stelter, ein sehr renommierter und bekannter Ökonom, der auch dann die Frage stellt, warum ist es möglich, dass UK 600.000 Menschen gestern, also am Sonntag, geimpft hat. Und warum stellt der Reporter die Frage nicht? Und gut, Spahn wird links in dem Tweet noch deutlicher, nicht Spahn, Stelter, indem er den Rücktritt von Spahn klar fordert. Also die Gemengelage wird da schon ein bisschen unruhiger. Wie siehst du den Vergleich zu Großbritannien? Kann man das überhaupt vergleichen? Und vor allen Dingen, warum haben wir das jetzt über Brüssel organisiert und nicht über Berlin? Unsere Politiker schwören ihren Amts oder legen ihren Amtseid ja doch noch auf unsere Verfassung ab. Wie ist das zu sehen? Vielleicht noch mal ganz kurz zum Vertragsrecht zurück. Es ist so, dass grundsätzlich der Lieferant, wenn er mehrere Kunden hat und nicht so viel an Ware zur Verfügung hat oder bekommen kann, die er verkauft hat, dann, wie wir sagen, pro rata kürzen muss. Das heißt, alle bekommen dann entsprechend anteilmäßig etwas weniger. 10%, 15%, je nachdem. Das gilt aber dann nicht, wenn andere Verträge gegenüber etwa unserem AstraZeneca Europäische Kooperationsvertrag Vorrang genießen. Das müsste man dann vereinbart haben. Also die bloße Tatsache, dass der eine Vertrag früher geschlossen wurde als der andere, ist nicht ausreichend. Aber wenn auf solche vorrangigen Verträge verwiesen wird und solche Vertragszeilen existieren und werden im Internet gehandelt, ob die hier im Vertrag tatsächlich drin stehen oder standen, müsste ich sagen, weiß ich nicht. Ich habe sie nicht gefunden. Dann wäre es so, dass man eben den vorrangigen Vertragspartnern die Lieferung nicht kürzen kann, umso mehr dann aber kürzen muss bei den nachrangigen. So könnte es hier sein. Was das sogenannte Impfdesaster angeht und Herrn Spahn, ich weiß es nicht, in Deutschland scheint es ja so zu sein, dass nicht nur eine
unzureichende Zahl von Impfdosen zur Verfügung steht, also eine geringere Zahl, als es Impfwillige gibt. Es gibt ja offenbar auch eine große Zahl von Menschen, die wollen sich gar nicht impfen lassen. Aber es gibt jedenfalls sehr viel mehr, die sich gerne impfen lassen würden. Und für die steht wohl derzeit noch nicht genügend zur Verfügung, sodass man ja eine Priorisierung vorgenommen hat. Und zunächst mal sehr alte Menschen, meine gerade 90 Jahre alt gewordene Mutter hat das schon bekommen, die erste Impfung. Und solche, die besonders gefährdet sind und besonders gebraucht werden, also medizinisches und alten Betreuungspersonal, vorrangig geimpft werden. Es scheint aber so zu sein, dass die Impflogistik bei uns auch, sagen wir, suboptimal organisiert ist. Und das verwundert natürlich, denn ich erinnere mich noch an meine Jugend, galt Deutschland immer als das Land auf der ganzen Welt mit der besten Verwaltung. Die Deutschen können alles organisieren und dann funktioniert das. Das scheint heute nicht mehr der Fall zu sein. Da muss man auch nicht zum Berliner Flughafen schauen. Das sehen wir überall. Das sehen wir auch in Bayern. Da hat man es ja dann fertiggebracht, diese hochsensiblen Impfstoffe, die mit erheblicher Kühlung transportiert werden müssen, dann doch insuffizient zu transportieren, sodass sie nicht mehr verwertbar waren. Ob Herr Spahn daran schuld ist, weiß ich nicht. Ob Herr Spahn dafür qualifiziert ist, solche Dinge zu organisieren, weiß ich auch nicht. Wenn ich es richtig sehe, war er Sparkassenangestellter, später dann auch Lobbyist für Pharmaunternehmen. Das hat ihn vielleicht dazu nicht sonderlich befähigt. Es gibt natürlich eine Verpflichtung, auch für Politiker, gerade für Politiker, aus dem Amtseid des Grundgesetzes, wonach, ich zitiere es mal dem Sinn nach meiner Erinnerung, der Bundespräsident, der Bundeskanzler, die Minister alles zu tun haben, um den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren und Schaden von ihm abzuwenden. Nicht den Nutzen der Menschheit insgesamt, sondern des deutschen Volkes, des Staatsvolkes. Das kann man meines Erachtens noch ausdehnen auf die Bevölkerung, also alle in Deutschland lebenden Menschen. Aber es gibt keine Berechtigung. Meines Erachtens wäre das klar entgegen dem geleisteten Amtseid, zu sagen, wir lassen mal ein bisschen die Deutschen zurückstehen, damit andere auch in den Genuss kommen von Entwicklungen, die in Deutschland vorgenommen wurden. Und unabhängig davon, ob das in anderen Ländern vielleicht sogar daran scheitert, dass die Logistik nicht besteht, etwa stark gekühlt Medikamente zu transportieren und Impfzentren zu bringen. Das geht nicht. Es muss die Regierung zunächst mal für das deutsche Volk sorgen. Und dann gerne auch für andere. Dass man das versucht sozusagen zu überspielen, indem man sagt, naja, wir geben unsere Möglichkeiten an die Kommission ab, ist aus meiner Sicht höchst bedenklich. Ja, ich würde sogar sagen, verfassungswidrig. Du hast es gesagt, der Herr Spahn, der jetzige Gesundheitsminister war, oder hatte sogar, besaß sogar eine GbR, die eine Pharma-Lobby-Agentur als Geschäftszweck hatte. Und ja, das war auch wohl so, dass der Fokus das groß aufgemacht hat und ihn mit der Überschrift im Nebenjob Abgeordneter und im Hauptjob tätig für die Lobby. Er hat das so stehen lassen, also das ist bis heute unbeantwortet. Auch da bleibt natürlich ein fader Beigeschmack und im Zuge der heutigen Krise haben wir doch eine starke Dominanz von Big Tech und auch von Pharma. Wie beurteilst du diese Verflechtung? Ich meine, sie ist ja mittlerweile heutzutage an der Tagesordnung. Bei der letzten Krise, bei der 2007, 2008 und danach hatte die Finanzoligarchie großen Einfluss, jetzt diese beiden genannten Branchen. Wie siehst du das im Kontext mit Spahn? Also ich will es jetzt nicht nur an der Person festmachen, sondern insgesamt an der Lobby-Thematik. Naja, also was den sogenannten Impfskandal oder das Impfdesaster angeht, dürfte das keine Rolle spielen, denn man würde ja von einem ehemaligen Lobbyisten erwarten, dass er sich schützend vor seine früheren Arbeitgeber stellt. Das tut er ja gerade nicht. Ich würde sagen, er versucht sich ja gerade zu entlasten auf Kosten der Industrie, BioNTech, AstraZeneca, um vielleicht doch eigenes Verwaltungs- und Organisationsversagen nicht deutlich werden zu lassen. Insgesamt ist es so, dass viele Politiker
auch Minister, schlimmer fast noch Staatssekretäre, aus lobbyistisch tätigen Organisationen kommen, mal für den einen oder anderen Interessenten tätig waren. Das hat immer, wie man im Schwäbischen sagt, ein Geschmäckle, muss aber nicht notwendigerweise ein großes Problem sein, wenn nur Minister, Staatssekretär, andere ordentlich überwacht werden. Wie sonst sollen sie sich denn auch Kompetenz aneignen, als wenn sie für die eine oder andere Marktseite mal gearbeitet haben, Arzt waren als Gesundheitsminister oder meinetwegen auch in der Pharmaindustrie und so weiter. Was mich allerdings überhaupt stört, ist die, ich würde sagen, dreiste Äußerung, jede Kritik als unberechtigt und unziemlich abzutun mit der Bemerkung, das bringt uns ja jetzt nicht weiter, Schuldzuweisungen helfen nicht und so weiter. Da könnte ja jeder Manager kommen, den man etwa in Haftung nimmt, und die Haftung ist sehr, sehr streng mit Beweislastumkehr und so weiter, und sagen, na gut, aber vielleicht hat er etwas falsch gemacht, bringt uns ja nicht weiter. Ich will nicht haften. Oder ein Straftäter könnte sagen, ja gut, aber das ist ja nun mal geschehen. Gibt ja auch Straftaten, die nicht vorsätzlich, sondern fahrlässig begangen werden. Das bringt uns ja jetzt nicht weiter, also lassen wir es. Das ist eine moralische Frage. Nicht zu bestrafen. Nein, es ist keine moralische Frage, sondern wenn ich eine Verantwortung übernehme, indem ich ein Amt übernehme, dann muss ich dafür gerade stehen, dass ich das ordentlich mache. Und da mag ja der ein oder andere Verständnis haben, weil er sagt, na, ich hätte es vielleicht auch nicht besser gemacht. Nur, die Zuschauer am Bildschirm sagen auch, wenn der Stürmer beim Fußball neben das Tor schießt, oh Gott, wie konnte er nur, obwohl sie selber es auch nicht besser gemacht hätten. Aber sie werden nicht dafür bezahlt, sie haben den Job nicht angenommen. Ich erwarte eben doch eine überdurchschnittliche Leistung von jemand, der ein Amt übernimmt, dieses Amt auch ordentlich, sorgfältig, gründlich auszufüllen. Natürlich, es gibt diesen Spruch, ne, wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand. Das ist vielleicht manchmal nur ein frommer Wunsch. Sehr schönes Schlusswort, auf jeden Fall. Ja, liebe Zuschauer, wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz wichtige Botschaft von heute ist sicherlich, dass man hinterfragt, dass man sich selber auf die Suche macht, um zu schauen, wie die Hintergründe sind. Denn wir werden doch auch durch die Medien ein Stück weit in die Irre geführt. Hans-Christian Salger hat es angesprochen, es kursieren mehrere Verträge. Das ist sehr, sehr undurchsichtig. Auch die Verstrickungen oder die ehemaligen Tätigkeiten der Minister gehören auf jeden Fall auf den Prüfstand. Es ist auch wichtig, dass das Volk das weiß, um auch zu fordern, dass man das lückenlos aufklärt. Sehr, sehr wichtig. Und ja, wenn Sie unsere Aktivitäten unterstützen wollen, dann bleiben Sie uns weiterhin treu. Abonnieren Sie diesen Kanal, folgen Sie uns bei Twitter und auch bei Telegram und werden Sie vor allen Dingen Mitglied. Herzlichen Dank nach Frankfurt für die Ausführungen. Vielen Dank an Sie und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.